Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Ich würde mich sehr gleich einmal vorab über ein Abo freuen, da würdet ihr mich voll unterstützen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt gleich einmal los. Ich habe heute die Aufgebrauchkiste, die ist schon so voll. Und das ist alles vom April, Mai. Aber ich habe mir gedacht, ich deklariere es einfach schon als Mai, weil wenn das Video online kommt, ist dann auch schon Mitte des Monats circa. Genau, hab sehr viel. Also ich habe gewartet, bis die Kiste fast so gut wie voll ist. Und das ist sie jetzt. Und jetzt starten wir gleich einmal los. Heute habe ich meine Bürste aussortiert. Ich finde, die schaut jetzt nicht mehr so gut aus. Und bin ich nicht mehr so zufrieden. Habe jetzt eine neue. Und genau, die habe ich auch hier liegen. Und die ist voll gut. Da glänzen meine Haare voll schön. Und deswegen habe ich das jetzt gleich einmal aussortiert. Macht jetzt gleich einmal Platz, um alles zum Ordnen. So, als nächstes habe ich das TTSEP, das Muskelentspannungsbad, habe ich leer gemacht. Das mag ich sehr, sehr gerne. Da war 20% mehr drin. Das habe ich vom DM gekauft, glaube ich zumindest. So, dann habe ich in meinem Tauschpaket auch drinnen gehabt von Dr. Cosmetical die Brighten Up Ampullen. Die finde ich auch sehr schön. Die habe ich für den lieben Beauty XX Place bekommen. Da freue ich mich sehr. Dann habe ich eine Maske, die ist von Primark, die Refresh and Nourish Watermelon Ginger Jojoba Oil. Da habe ich nicht viel dazu geschrieben, ich weiß nur, es war sehr, sehr viel Serum drinnen, aber diese Masken taugen mir nicht so, weil die lösen sich unten und sind ein bisschen zu klein. Dann habe ich von Tandil, habe ich so einen WC-Spüler leer gemacht. Dann habe ich die Balea Tuchmaske Eternal Summer, intensive Feuchtigkeit mit Meereswasser und Glow-Effekt für jede Haut. Die habe ich auch bekommen, glaube ich, Passform gerade so am Gesicht, kühlend, also die war vom Haus aus schon sehr kühlend und es war genug Serum drin. Dann habe ich einen Eco Toilette Block Clean Cotton. Das hat super funktioniert. Das ist einfach nur mit so einem Klebestreifen befestigt man das, weil manchmal ist es so, dass das WC-Brille ein bisschen wegrutscht, wenn man diese Plastikhänger drin hat und da halt gar nicht. Und es ist gut für die Umwelt. Ja, da ist eben kein Plastik dabei und nichts. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Dann habe ich leer gemacht von Isana mein Rasiergel Tropical Love für empfindliche Haut mit Mandarine und Frangipani Duft. Das war vom Rossmann, das ist leider leer. Ja, ich muss immer wieder einen neuen Rasierschaum kaufen, weil ich habe jetzt aktuell keinen mehr. Aber dann will ich gerne einen von einer Limited Edition eigentlich haben. Dann habe ich noch von Yves Lom die Rescue Mask aufgebraucht. Die ist, die war ziemlich alkoholisch. Also, wenn man die aufgetragen hat, da hat mir die das Auge getränt. Das habe ich nicht toll gefunden. War sehr stark austrocknen. Das ist eben so eine, die was fest wird. Aber nach dem Abwaschen hat mir die vom Hautgefühl wirklich gut gefallen. Ist aber einfach zu teuer und werde ich mir niemals nachkaufen. Dann habe ich mir dann noch die Intim Wash Lotion nachgekauft, leer gemacht von eCooking. Das hat gut funktioniert, habe ich gut vertragen. Werde ich mir aber nicht nachkaufen, weil es mir zu teuer ist. Dann habe ich von Rituals, das habe ich in einer Look Fantastic Mystery Box oder so, glaube ich, drinnen gehabt, mit Rice Milk and Cherry Blossom. Hat wirklich schön nach Rosen geduftet und habe ich mir vom Schlafengehen in das Zimmer als Raumspray einfach gesprüht und fand ich gut. Fand ich auch eigentlich vom Nebel, also vom Sprühkopf eigentlich ganz gut. Vielleicht hebe ich mal den auf. Dann habe ich leer gemacht von Berikon MD, den Intensive Pore Minimizing Toner. 118 ml. Dieses Drum ist so, so teuer. Ich glaube über 30 Euro oder so. Oder 45, ich weiß jetzt gar nicht genau. Aber es bringt echt was. Es bringt echt was. Meine Haut hat sich auch jetzt so verbessert. Ich habe fast überhaupt keine Unreinheiten. Aber das ist halt auch eine Kombination aus den ganzen Produkten morgens und abends. Die Masken, weil ich mache jeden Tag zwei Masken. Einmal in der Früh, einmal am Abend. Da wechsle ich auch immer ab. Und ich merke einfach, dass meine Haut das voll gut tut. Ich finde auch, dass meine Poren ein bisschen verfeinert sind. Und ja, das ist jetzt in dem Fall Glas.
Das kommt wieder auf einen eigenen Stapel. Genauso wie das, das habe ich von meiner lieben Freundin bekommen. Chill Sander Evergreen. Das hat wirklich sehr, sehr gut gerochen. Ja, so richtig frisch, aber auch ein bisschen blumig, aber nicht zu schwer. Und das habe ich in der Arbeit gehabt und das habe ich jetzt leer gemacht. Und ich habe das geschickt, sage ich, es ist leer. Und sie gesagt, ich bekomme ein neues. Mal schauen. Dann habe ich diesen Küchenreiniger, der war eigentlich nicht so schlecht, den habe ich aktuell in Anwendung. Der ist vom DM. So, dann habe ich noch sehr, sehr viele Masken. Ich habe euch gesagt, ich mache sehr viele Masken. Also, ich habe die Let's Go Diamond Sheet Mask, die ist vom Action. Das war so eine Packung, da waren ganz viele Masken drin und ich habe die mal mitgenommen. Sehr viel, sehr schön, sehr schön, sehr viel, oder? Sehr schön, viel Serum, achso, sehr schön vielleicht, wegen den Diamanten, da waren so Diamanten drauf. Viel Serum, beschichtet, zu kleine Augen leider. Da ist mir das Serum halber in die Augen geronnen zu klein und sie war so auch ein bisschen zu klein. Aber eigentlich war die ganz okay. Da habe ich schon Schlimmere gehabt. Dann habe ich zum Baden dieses Bath Crumble aufgebraucht. Das ist so, war ganz bunt. Das hat, wenn man das ins Wasser gegeben hat, hat das war so lila und blau und rosa und das war voll, voll cool. Und nachher musste man sich gar nicht eincremen, weil das so ein bisschen ölig war, weil so ein Ölfilm drauf war. Das war super. Und von dieser Maske war ich so begeistert. Die gibt es beim Müller, glaube ich. Das war die Cure in Hyal Biome Maske. Also eine Hyaluron-Tuchmaske. Und die war so krass. Die war so krass. Aber so viel Serum noch nach der Einwirkzeit noch drauf und befeuchtet. Und boah, die kostet zwar über 2 Euro, aber die ist richtig gut. Dann habe ich noch eine von Primark, eine Maske. Das ist eine Karotten-Ginger-Sheet-Mask. Die war zu klein und die Passform unten war auch wieder nicht gut. Genug Serum für zweimal war die. Dann habe ich noch eine Augencreme von Clarins leer gemacht. Ja, bei so einer kleinen Probe kann man nicht viel sagen. Ich habe es vertragen, es war angenehm, aber viel mehr kann ich nicht sagen. Und ich habe das Bulgari Parfum leer gemacht. Da habe ich echt lange gebraucht, um das leer zu bekommen. Da waren 65 Milliliter, das habe ich auch nicht so krass oft gesprüht. Nur einfach neben meinem Arbeitsplatz habe ich das liegen gehabt und wenn ich gerade Lust drauf gehabt habe, dann habe ich mir das drauf gesprüht. Und ich liebe diesen Duft, er ist wirklich schön. So, das ist auch, würde ich sagen, ist es Glas? Ich weiß nie. Ich glaube aber, das ist, naja, oh ja, es ist Glas, glaube ich, genau. So, dann habe ich einmal feuchtes Toilettenpapier von Lovely leer gemacht mit Kamille. Das war ganz okay, muss ich sagen. Und das habe ich auch aufgehoben. Vegane Schinkenspicker Grillgemüse auf Basis von Sonnenblumenkernen. Und ich fand das erstaunlicherweise voll, voll gut, weil das hat fast so wie eine richtige Pariser Wurst geschmeckt oder so eine Pikantwurst einfach. Fand ich richtig gut. Ohne Tierleid. Dann habe ich eine Herbertin Camille Handcreme Soft leer gemacht, 75 Milliliter, die war ganz okay. Eine Meridol Zahncreme, die hat mein Sohn leer gemacht. Dann nochmal so ein Bath Crumble, also das habe ich zweimal leer gemacht. Dann habe ich noch, das müssten glaube ich 7 Stück von den Foreo Masken sein. Die sind für in der Früh. Ich zähle mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. Das ist die Hydrating Hyaluron Acid and Red Alge Maske für die UFO, für die vorige UFO-Maske. Die bringt halt ein bisschen Glow rein und finde ich voll schön. Also ich mag das immer sehr gerne. Aktuell habe ich jetzt die für die Nacht wieder. Also ich wechsle ja immer, wie gesagt. Und das fange ich heute wieder an. Also ich drehe das immer. Sobald eine Maske leer ist, drehe ich die Routine dann immer von Crememaske zu Tuchmaske. Genau. So, dann hat noch mein Sohn die Odol mit 3, das White and Shine, das war eben nur so eine kleine Packung. Und die Colgate ist auch leer geworden. Also das war nicht vor einem Monat, das ist schon länger einfach. Genau. Er hat sich nicht beschwert, also er will die veganen Zahnpasten nicht nehmen, deswegen
kriegt er halt so eine. Dann habe ich noch No Strips gemacht. Der ist eigentlich nicht schlecht. Die sind die von Biore. Ich nehme eigentlich nur die, weil ich habe schon viele andere ausprobiert und die haben mir nicht so gefallen. Dann habe ich noch einen von Be Care von Pieper, Sweet Time Out Badeperlen mit herrlichem Blumenduft. Und das hat echt so gut blumig gerochen. Fand ich richtig gut. Dann habe ich noch von Saint-Tropez die Instant Tan Face and Body Lotion Medium Dark genommen. Und da hat man mal echt einmal was gesehen. Es war nicht fleckig. Man muss halt gut trocknen lassen, aber fand ich richtig gut. Dann habe ich von Elemis die Frangipani Monoi Shower Cream leer gemacht. 50 Milliliter. Und da habe ich mich gefreut. Das war so ein luxuriöser Duft. Und ach, das hat mir gefallen, wirklich. Will ich mir natürlich nicht nachkaufen, weil es einfach zu teuer ist. Vom Pinselwaschen habe ich auch zwei Seifen leer gemacht. Das ist die Palmolive mit Mandel. Die habe ich eben zweimal. Dann habe ich noch einen Deo-Spray von Isana Soft Blossom. Also dieses Blumige hat mir jetzt nicht so getaugt, aber es ging. Ich habe es halt dann leer gemacht. Genauso wie das Floral Romance, aber ich glaube, das war sogar noch um eine Spur schlimmer. Aber die waren beide sehr blumig. Dann habe ich das Setting Spray von CC leer gemacht. Das war in ausgetauschtem Zebra-Dreschi drinnen. Ja, ich habe es eigentlich nur benutzt, um mein Schwämmchen zu befeuchten, weil der Sprüher einfach nicht gut war. Deswegen. Da habe ich wieder mal so ein Asthma-Spray von mir leer gemacht. Den habe ich auch hier reingeworfen. So, dann habe ich noch eine Kerze leer gemacht. White and Black Chocolate vom Hofer oder Aldi. Ja, vom Duft her war es okay, aber da war ein Schmuck drin. Ich wollte es ausprobieren. Die hat 10 € gekostet. So ein Dupe zu der Juwelkerze. Aber der Schmuck war echt eine Katastrophe. Der war nicht einmal vollständig. Also. Nee, muss nicht sein. Aber man kann das vielleicht noch verwenden eigentlich. Das ist eigentlich ganz schön abgebrannt, muss ich sagen. So, dann habe ich noch von Elf die CC Cream leer gemacht. Die hat mir gut gefallen. Die war nur leider vom Farbton ein bisschen zu dunkel. Genau. Die lege ich aber extra, weil ich meine Make-up-Empties immer extra mache. Weil es auch für mich spannend ist, was ich da alles aufbrauche. Von Elf die Lippenmaske, diese Jelly Pop habe ich leer gemacht. Die hat mir so gut gefallen von der Konsistenz. Hat mir richtig gut gefallen. So, und dann habe ich noch das Night Brightening Sleep Facial. Habe ich da eigentlich nicht noch eins leer gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Nochmal schauen, ob das noch kommt. Das ist eigentlich recht angenehm und das habe ich auch aktuell nochmal im Backup und in Anwendung eigentlich. Also einmal noch in Anwendung. Das ist wie Vitamin Super C Brighten und Plump. Ja, das finde ich gut. 20 Milliliter waren da drinnen. Dann habe ich noch einige Masken und Augenpads. Also, da wusste ich nicht mehr, was das, von wem das genau ist, aber diese Augenpads waren einfach nur der Burner. Ich weiß nicht, ob das die von Balea sind, aber ich weiß es leider nicht, weil die Verpackung ist einfach nicht sehr aussagekräftig. Dann habe ich noch die Soothe and Cool Maske, die ist auch von Primark, kühlend und die Passform war okay. Also nach einem Sonnenbrand ist die mega cool sicher. Dann habe ich noch die Brighten and Soothe mit Dragonfruit und Aloe Vera. Die schaut so aus. Zu viel Serum war da sogar drinnen und hält nicht gut. Also so im Großen und Ganzen gefallen mir die Primark-Masken leider nicht. Dann habe ich noch eine mit Sellerie und Hyaluronsäure. Viel Serum, gut. Und die hat aber eine gute Passform gehabt. Also komisch. Die sticht ein bisschen raus. Und einmal habe ich die Starskin VIP, diese Augenpads. Das sind für mich die besten Augenpads, die was gibt, wirklich. Da merkt man einfach auch einen Effekt. Obwohl ich muss sagen, ich habe nicht so krasse Augenringe oder irgendwas, aber sie macht auf alle Fälle was. So, jetzt habe ich noch Foreo-Masken. Muss ich nur schnell alle raussuchen. Das alle, das gibt es ja nicht, waren da nur vier.
4 oder so drinnen. Dann mal schauen, ob da noch welche kommen. Ich habe da, nee, 5. 2, 4, 5. Waren nur 5 drinnen? Keine Ahnung. Diese Glow Addict. So, vielleicht. Da ist einfach so ein Ampullending drinnen, ne? Also da ist schon, ich schätze mal, so ein Ampullenwirkstoff drinnen. Ja, fand ich nicht schlecht. Die sind aber ein bisschen teurer wie die normalen. Ja, fand ich eigentlich auch gut. Mag ich gerne, habe ich eher am Vormittag benutzt, also in der Früh. Genau. So, und jetzt geht's weiter. Da habe ich einmal die Super Clean Zahnputztabs. Die habe ich jetzt immer am Abend. Also ich habe noch eine Packung in Anwendung und die mag ich. Die zerkaut man einfach. Ich nehme da zwei Stück raus, zerkaut die und dann putze ich mir die Zähne. Genau. Dann habe ich einmal das Duschpeeling Sweet Paradise mit exotisch fruchtigem Duft mit natürlichen Peelingkörnern. Und das war eigentlich wirklich angenehm. Das war nicht zu grob, aber man hat es trotzdem ein bisschen gespürt. Ja. Das fand ich gut. Dann habe ich einen Toner von Vegan leer gemacht. Der ist ja urteuer. Ich glaube 30 Euro oder so, das kleine Fläschchen. Aber Toner liebe ich und das habe ich auch sehr, sehr gut vertragen. Dann habe ich diesen Bronze von Mayani endlich leer gemacht, beziehungsweise habe ich noch ein bisschen in Anwendung. Ich habe das einfach mit der Aloe Vera Creme gemischt und habe jetzt noch, glaube ich, die Hälfte oder ein Viertel und dann ist es auch endlich leer, weil ich habe das schon seit letztes Jahr offen und ich möchte jetzt diese ganzen Bräunungsprodukte, Sonnencremen und, was ich offen habe von letzten Jahr, möchte ich unbedingt aufbrauchen, weil sonst kippt das einfach und wird kaputt. Dann habe ich auch einmal leer gemacht, das habe ich auch hier reingehaut, den Joghurt Dressing Mix. Habe aber noch einen im Backup zum Glück, weil den lieben wir einfach für so eine Sauram Joghurt Soße und das ist so lecker mit dem. Genau, das kommt daher. Isana Blueberry, das war so ein Badeschaum, aber da muss man echt schon die ganze Packung reingeben, dass er ein bisschen schäumt. Das fand ich irgendwie nicht so gut. Dann habe ich noch die von La Vera, die Re-Energizing Sleeping Cream. Und da habe ich echt lang dran gehabt, aber ich fand die nicht schlecht. Biotrauben, Vitamin E war da drinnen. Dann habe ich noch leer gemacht die Wild Hibiscus Clay Mask. Das ist einfach gut für die Kopfhaut und glänzendes Haar. Die war so rosa und die fand ich wirklich gut. Ich mag die mehr mit den Mi-Produkten, aber mir sind sie einfach zu teuer. Das war noch vom Adventskalender von vor 2 Jahren. Genau. Dann habe ich hier Streichhölzer leer gemacht. Die habe ich auch hier reingeworfen. Genau, und da habe ich noch den neuen Raffer Sponge. Die Verpackung habe ich aufgehoben, weil den habe ich mal bestellt mit den neuen Pinseln. Und der war so gut, oh mein Gott, der war so weich und hat einfach wirklich einen guten Job gemacht. Dann habe ich auch noch ein dekoratives Schätzchen und zwar den Elf Power Grip Primer. Das ist ein Dupe zum Milk Make-up und der war so extrem klebrig und fand ich gut. Hat wirklich gut gehalten, das Make-up. Dann habe ich eine Probe vom Make-up von Giorgio Armani aufgebraucht. Und das ist auch mit Lichtschutzfaktor 25 Longwear High Cover Foundation. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also würde ich mir aber nicht nachkaufen, weil ich so viel Make-up einfach habe. Dann habe ich noch eine Badekugel. Das war mit Kirsche. Das war 200 Gramm. Da habe ich nur dieses Ding halt einfach aufgehoben. Und da habe ich noch so ein Plastik, da war so eine Zitrone, eine Badekugel in Form von einer Zitrone. So, dann habe ich zweimal die Bum Bum Cream leer gemacht. Das waren so Mini-Größen und die habe ich verglichen mit der Revolution Creme, mit dieser Popo Creme. Und das ist einmal die originale und einmal die rosane. Und ich fand beide jetzt nicht so mega für den Preis. Keine Ahnung, ich würde es mir niemals kaufen. So, dann habe ich noch ein Trockenspray, Trockenshampoo, Entschuldigung, von Living Proof, Perfect Hair Day. War ganz okay. Also ich finde, die machen eh alle ungefähr das Gleiche. Die hinterlassen halt leider alle so einen weißen Film. Von Isana das Duschgel Lemon and Lime mit Zitronen- und Limettenduft. Das hat mein Sohn aufgebraucht, weil der braucht es ein bisschen männlicher oder zitrischer auf alle Fälle, ne?
So, dann habe ich noch die Probe von der Augencreme und für das ganze Gesicht aufgebraucht von L'Oreal. Das war eigentlich ganz gut. Und die Mutt oder Mattmaske Vitamin A Booster Blue Clay Mask. Die ist cool, weil die ist blau am Anfang. Und wenn sich die dann in weiß verwandelt, also irgendwann trocknet die mit weiß, und dann kann man es runterwaschen. Also die habe ich auch sehr gerne benutzt. Dann habe ich noch von Elemis Superfood das AHA Glow Cleansing Butter. Wow, war die mega. Die hat so eine geile Konsistenz gehabt, fast so wie eine Creme. Aber die war orange und die war super. Und da hat man super das Make-up runtergebracht. Will ich mir natürlich nicht nachkaufen, aber ich glaube, ich behalte mal das Glasdöschen und schwemme das aus. Ist mega teuer. Also ich glaube, das kostet fast 50 Euro. War in der Goodiebox drinnen, wie ich sie noch hatte. Und darüber war ich auch sehr froh. Im Tauschpaket von Benita war diese BB, die mattierende Pflege-Mischhaut. Ich habe eine Mischhaut, ich habe es halt einfach aufgebraucht. Sie war okay, sie war jetzt aber nichts Besonderes. Dann habe ich noch ein Schaumbad Mystic Berry von Isana. Das ist das gleiche, wie ich euch schon vorher gesagt habe. So, da habe ich noch ein Trockenshampoo von Lee Stafford. Ich glaube, das war mal in der Glow Bag von letzten Jahr drinnen. Glaube ich. Oder in der Look Fantastic Box. Hat das gleiche gemacht wie alle anderen Trockenshampoos. War halt nur eine kleine Probe. Dann habe ich das Look by Bipa Glowing Summer Ritual Face and Body Oil. Und das habe ich verwendet fürs Gesicht. Und da habe ich dann ein bisschen geschimmert, habe einen Glow gehabt. War eigentlich ganz okay und ich wollte zum Schluss aber einfach nur mehr aufbrauchen. Ich war dann froh, wie es leer war, ganz ehrlich. Dann habe ich noch, was ist das? Das wird auch so, genau, das war eine Badekugel mit der Minnie Maus drauf. Die war auch wirklich süß. Die habe ich von Primark gehabt. Dann habe ich auch aufgebraucht von Catching Clouds von Essence. Das war dieser Primer, dieser musige. Den habe ich auch aufgebraucht. Genauso wie diese mega teure Augencreme von Beauty Hills, die Eyeless Rich Cream. Und ja, das war schon so eine luxuriöse Verpackung irgendwie. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Dann habe ich noch von Elemis, ja, das ist eh das einzige. Genau. Von Elemis die Pro Collagen Energizing Marine Cleanser Anti-Aging. Da habe ich noch ein paar im Backup und als Reiniger war das wirklich gut. Nur der Geruch war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil er ein bisschen strenger ist, ne? Diese Marine Duft und ich weiß nicht, ob da Alkohol auch drinnen ist oder so. Dann habe ich von Betty Buckley die Oriental Bloom Creme Dusche leer gemacht. Die war auch wirklich schön. Die hat mir gut gefallen. Der Duft war so schön orientalisch und blumig und richtig schön. Dann habe ich noch einen Toner leer gemacht von Kiehl's. Der war für mich ein Flop. Flop, genau, Flop. Da waren auch so Blüten drinnen und ich weiß nicht, mir hat das gar nicht gefallen und meine Haut hat es auch nicht so gut vertragen. Viele schwärmen ja von Kiehl's, aber das Produkt hat für mich nichts gemacht. Dann habe ich noch so eine Parfumprobe gehabt von Yves Saint Laurent und ich glaube, das ist das Libre oder so. Und das, was steht da drauf? Also nur, dass er Parfum ist. Ja, aber das war echt gut. Also das habe ich richtig gut gefunden. Dann habe ich ein Puder leer gemacht. Man mag es ja kaum glauben, aber das ist das Trended Up Expert Finish Powder. Das war so ein weißes Puder. Ich weiß noch immer nicht, wie viel da drinnen war. Aber ich mache das ja, je älter die Produkte, und dann will ich das halt einfach aufbrauchen. Genau. Dann ist leer geworden von der Volume Million Lashes die Balm Noir. Die hat gar nicht lang gehalten von L'Oreal. Fand ich jetzt eigentlich nicht so gut. War ja ein bisschen unzufrieden und so schaut das Bürstchen aus. So. Dann habe ich, ihr werdet es nicht glauben, vier Concealer leer gemacht. Vier. Vier. Und zwar habe ich einmal den NYX Can't Stop Won't Stop. Das war so ein dunklerer.
Der war wirklich gut. Genauso wie der von Kiko, der Charming Escape 02. Den gibt es mittlerweile ja gar nicht mehr. Und dann habe ich auch noch von Jeffree Star den hellen endlich leer gemacht. Den habe ich eh längere Zeit benutzt. Und dann habe ich noch von Charlotte Tilbury den Liquid Concealer leer gemacht. Den hatte ich ja mal in einer Mystery Box vom Beauty Prize und den wollte ich jetzt dann endlich einfach leer machen. So, jetzt habe ich natürlich die Make-up-Produkte da dazugegeben. War das, was ich vorher nicht wollte. So, dann habe ich noch eine Parfümprobe von Oui. La Vie est Belle von Lancôme. Boah, der ist auch so gut. Habe ich so ein Pröbchen gehabt und da habe ich mich gefreut. Ah, ich habe noch ein dekoratives Produkt. Oh, noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Okay. Wahnsinn, wie viele Mega-Produkte ich aufgebraucht habe. Ist wirklich krass. Also ich schaue auch wirklich, dass ich jetzt wirklich viel aufbrauche an Mega-Produkten. Ja, weil ich will nicht, dass schlecht werden, ne? Das wäre sonst voll schade. Okay, ich glaube, das sind jetzt alle Make-up-Produkte. Ne, hier haben wir noch eins. Genau, da hat sich noch eine Maske versteckt, die was ich euch vorher eh schon gezeigt habe. Aber ich glaube, das war's jetzt. Oder man zählt das noch dazu, das wäre so ein Make-up-Entferner. Das ist von By Terry gewesen. Das war so ein zweiphasiger mit Öl. Und ja, da habe ich dann einfach teilweise das Augen-Make-up ausgebessert. Und ja, so halt. Sowas in der Richtung. Dann habe ich noch die Fake Fraggles vom Busy Shop. Will ich mir nicht mehr kaufen, weil die haben nicht lang gehalten und war leider nicht so schön. Dann habe ich meinen Contour Stick. Also das war so ein cremiger von Sticker Dolls in der Farbe ja, 6 oder 9. Keine Ahnung, der war ein bisschen heller. Der hat einfach gut, ist gut verschmolzen. Und das habe ich aber nie verwendet. Das war zu stark, dieses Bürstchen hier oben. Aber da habe ich mich gefreut, dass der leer gegangen ist. Dann habe ich noch den Glitterglue. Da ist mir leider oben das abgebrochen und da ist relativ viel dann eingetrocknet gewesen. Aber der ist auch leer. Genauso wie der Professional Light Primer von Benefit. Den habe ich auf meine Poren einfach draufgegeben und der hat es einfach ein bisschen verfeinert. Aber ich glaube, das machen alle diese Primer eigentlich. Dann habe ich den NYX Matte Finish Finimat. Der war auch wirklich schön. Der hat mir gut gefallen vom Finish. Das ist mir zu schnell leer gegangen. Das ist von Adept Cosmetics, von meiner Mystery Box. Und die Farbe war so ein lila, so ein Duochrom. Aber der ist relativ schnell eingetrocknet gewesen, leider. Dann habe ich noch diese braune Wimperndusche aussortieren müssen, weil die so einen krassen Geruch hatte. Und die ist zwar braun, meine einzige braune, glaube ich, aber ich habe es nicht ausgehalten. Also das war zu arg, wie wenn es ein Parfum auf die Augen sprüht. So war das. Das ist nicht normal. Dann habe ich noch von Kiko den Glitter Eye Pencil. Den habe ich jetzt auch endlich leer gemacht. Den habe ich ganz cool gefunden, weil er nicht nur schwarz, sondern da war auch ein bisschen Schimmer drinnen. Genau. Und sehr, sehr cremig. Sehr, sehr gut. Von Shop Missa habe ich den Fraggles Maker jetzt auch aussortiert, weil der nichts mehr gemalt hat, leider. Der ist auch relativ schnell ausgetrocknet, aber nicht so schnell wie der vom Busy Shop. Und ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe ein leeres Pfännchen. Ich habe das komplett leer gemacht. Das ist der Exosphere von Lethal Cosmetics. Das ist so einer, der was von Lila ins Blau Schimmer geht. Und der ist einfach so ein Duochrom, ein krasser Duochrom gewesen. Ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, oder beziehungsweise ich muss dazu sagen, ich habe nicht das komplette Produkt aufgebraucht. Der ist kaputt gekommen. Dann ist er immer, glaube ich, zweimal runtergefallen. Aber ich habe da am Schluss eigentlich schon wirklich viel von denen auch benutzt. Jeden Tag fast. Und ich bin schon stolz drauf, dass ich den jetzt leer bekommen habe. Auch wenn es nicht das ganze Produkt war. So, dann geht's weiter. Dann habe ich noch eine Maske. Eine C von Cardia Vera, die Hydro-Maske. Die war sehr kühlend. Also die ist im Sommer sicher richtig cool. Und eine Hey Honey, Show Your Glow.
Collodial Gold und Honey Beauty Mask. Die war eigentlich auch ganz gut. Und eine Baby-Wundschutzcreme, die habe ich endlich leer gemacht. Die habe ich auf meine rasierten Stellen aufgetragen. Ja, die ist jetzt auch leer. Die war aber echt lange offen. So, dann habe ich einmal von Yves Saint Laurent das Libre. Oh, das mag ich auch so gerne. Das Parfum, das ist so gut. Und dann habe ich noch eine Creme gehabt von Embryolisse. Ja, war halt nur ein Bröbchen und habe ich auch sehr gerne benutzt. Dann habe ich noch eine Haarmaske benutzt, ich glaube auf zweimal. Deep Conditioner Treatment von Philip Kingsley. Und das war eigentlich wirklich gut. Also man merkt eh gleich, welche Pflege richtig gut ist und wie pflegend das wirklich ist. Ne? Den habe ich von der Caro bekommen, in einem Tauschpaket, eh schon länger her, aber der hat sich jetzt leider verfärbt. Also mein Schmuck muss das einfach aushalten. Wenn das nicht aushält, muss ich es leider aussortieren bzw. wegschmeißen, weil der ist schon so schwarz an einigen Stellen. Der war mal Roségold und ja, wenn der das nicht aushält, dann ja, muss er halt einfach irgendwann gehen. Ne? Sie ganz klar. So, dann habe ich noch das Augenserum, das Lid und Under Eye Serum von Make-up Mecca aufgebraucht. Das ist auch schon ziemlich alt, weil sicher über ein Jahr oder so. 6 Monate steht da drauf. Egal, jetzt ist leer. Hat wirklich lange gehalten. Am Schluss habe ich dann noch diesen Roller rausgenommen und habe es nur so auf meinen Finger gegeben und aufgetragen. Genau. So, dann habe ich noch von Balea den Hand- und Nagelbalsam. Ja, war okay, war jetzt nichts Besonderes, ne? Muss man schon sagen. Das war jetzt nicht der Burner. Dann habe ich noch einen Reiniger benutzt von Bibi oder Bibi. Ja, den fand ich auch gut. Ich glaube, den habe ich sogar noch einmal im Backup. So, und jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt. Dieses Mal dauert es gar nicht so lange. Ich glaube, ich rede einfach ein bisschen schneller wie normal. Ich habe eh schon einen trockenen Hals. Da habe ich dieses Lippenöl von Looney Tunes von Revolution leer gemacht. Das hat nach Kiwi gerochen. Es war nicht schlecht, ne? War jetzt nicht der Oberknaller, aber war nicht schlecht. Aussortiert habe ich jetzt auch den Ultrasan Lichtschutzfaktor 30. Der hat mich jetzt einfach schon so genervt, weil ich habe da schon einiges leer gemacht, aber der hat einfach keine gute Konsistenz und da komme ich nicht klar damit. Dann habe ich noch eine Deo-Creme von Pure Soul habe ich leer gemacht. Beziehungsweise habe ich den jetzt in meinen Spender drinnen. Ja, eine Deo-Creme nehme ich oft oder gerne nach dem Rasieren einfach unter die Achseln zum Schmieren. Ja. Dann habe ich noch ein Haarshampoo von Revlon, das Restart Color Protect Gentle Cleanser, 50 Milliliter. Und das fand ich, ja, die Kamera kann schon wieder nicht aufnehmen, das fand ich eigentlich so vom Gefühl her richtig gut und der Duft war auch sehr gut. Dann habe ich noch von letzten Jahr, die habe ich nämlich meinem Sohn gegeben und der schmiert sich ja nicht gerne an. Die Eucerin 50 Plus, Sungel und Cream Ultralight. Und die habe ich jetzt aufgebraucht und ja, ich verwende Sonnencreme das ganze Jahr, weil ich brauche keine unnötigen Falten. Dann habe ich noch eine Maske, das war von Glam Glow, die Supermood Maske. Und ihr merkt, immer wenn so kleine Bröbchen sind, ist das Produkt sehr teuer. Ich habe es nicht geschaut, wie teuer das ist, aber sehr teuer auf alle Fälle. Das ist so eine Schlammmaske gewesen und die war eigentlich ganz gut. Die Konsistenz habe ich nicht ganz so cool gefunden, aber sonst, ja. So, das war jetzt mein aufgebrachtes Video. Ich hoffe, für euch war es auch so schön wie für mich. Und lasst mir gerne einen Daumen nach oben, ein nettes Kommentar oder ein Like da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!